Liebes Tagebuch, liebe Leute, mein Name ist Micha, ich bin trans und heute ist mein erster Tagebucheintrag. Gestern hatte ich meinen ersten Termin in der Endokrinologie, um mit meiner Hormontherapie zu beginnen. Leider wurde der kurz vorher abgesagt, weil die Ärztin krank geworden ist. Auf jeden Fall kann ich leider nicht darüber berichten, wie es sich für mich anfühlt, das erste Mal Hormone zu nehmen. Deswegen, liebes Tagebuch und liebe Leute hinter der Mattscheibe, erzähle ich euch einfach ein bisschen was von mir. Ich bin 46 Jahre alt, von Beruf Designer und wohne im schönen Freiburg im Breisgau. Ich weiß seit ungefähr 1,5 Jahren, dass ich trans bin. Vor einem Jahr habe ich ungefähr aufgehört, männliche Kleidung zu tragen. Und vor einem halben Jahr habe ich mich dann entschieden, die Hormontherapie zu beginnen. Dass ich trans bin, kam für mich recht überraschend. Ich habe damit nicht unbedingt gerechnet. Also ich hatte schon immer das Thema, dass ich eine weibliche Seite habe und das war auch nie ein Problem. Das Problem war eigentlich eher, dass ich nicht männlich genug war oder dass ich mich nicht männlich genug gefühlt habe. Darunter habe ich schon gelitten und auch versucht, das irgendwie zu kompensieren mit Muskelaufbau und Macho-Gehabe und was man sich vorstellen kann. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Also das war, ja, das hat halt nicht geklappt. Und irgendwie habe ich mich immer unvollständig gefühlt. Irgendwie immer nicht, ja, nicht so ganz 100%. Und als ich dann angefangen habe, mich in die andere Richtung zu orientieren, in die weibliche Richtung, da hat plötzlich alles angefangen, Sinn zu ergeben. Und dann kamen irgendwie die Teile zusammen. Wenn ich heute so an mir runterschaue und die Kleidung sehe und die Schminke und den Schmuck und so weiter, dann passt es einfach für mich. Dann ist es einfach, stimmt, ist es einfach richtig. Das Einzige, was noch nicht so ganz passt, ist mein Gesicht. Bart und so weiter, Teile von meinem Körper, aber dafür gibt es ja bald Hormone. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt wie ich, dann würde ich mich freuen, darüber zu erfahren. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Für heute klappe ich mein Tagebuch zu und freue mich auf das nächste Mal. Bis bald!